Ja, Würzburger Revierderby quasi in der Kreisklasse. Ich freue mich drauf. Endlich geht's wieder los, endlich geht's um Punkte. Alle sind gespannt, das Wetter ist gut, kann nur ein super Tag werden. Ja. Allen schönen Sonntag. Und dass wir alle von Corona verschont bleiben. Ja, das auf jeden Fall. Aber die Jungs tragen Maske, ich trage Maske. Wir haben Abstand, wir haben Abstand. Ja. Von daher soll alles gut gehen. Gut, dann ein gutes Spiel. Jawohl, euch allen auch. Für? Für Würzburg. Für Würzburg, für Würzburg ist gut. Ja, für DJK heißen sie, gell? Gut.
Das war zu umständlich jetzt, da war mehr drin. Bist du da mal rausgekommen? Da ist er beim Jochen gerade beim Richten jetzt. Thank you.
schade, ja. Schade, schade. Geh durch, Max. Ja. Vorhin, Männer. Geil, was von lang, Anna. Darf ich nicht? Ich wollte schon eins trinken. Ja. Das ist geil, ja. Weiter! Mann! Mann! Verhalten doch immer die Bälle!
Bescheid. 110. Die Mitte muss zu sein. Da hat jemand Frust. Thank you.
Der Trainer, der denkt da drinnen rum mit dem Ball. Wie eine Batterie. Nee, die zu lang kommt. Anders Seite, anders Seite! Ja, noch, noch! Seite weiter! Ja, Jungs! Ja! Noch! Nächster Fahrt! Gut so, Turbo! Ist aber sehr schmeichelhaft, ne? Äußerst schmeichelhaft, würde ich sagen. Oh. Also, ja, so. Sorry.
David, nur Körper rein, nur Körper rein, Kevin. Ja! 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 Komm! Da vorne, da hin. Richtig so. Oh, nur einer. Jawohl. Komm, komm! Lasse, David! Dran. Offen! Da ist er, der Oberanstieg. Ja. Weg. Jawohl. Okay.
show. It's rock and roll. Mario, 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 M
Geht, er geht, er geht, er geht. Lass ihn mal. Bleib dran, bleib dran. Oh. Mit der Eng. So. Ah, sorry, Dean. Okay. Raus, hinweg, komm. Jawohl, nein, ey. Unglaublich, dass sie den Ball nicht im Tor unterbringen. Lasse Marc! Da haben wir den Ball noch. Das ist 50 Mal. Zieh an, Junge! Zeit, Fabs! Zeit! Außen! Ah, gut! Jawohl, Kevin, klasse! Jawohl, Kevin! Ja, ach so, ihr Scheißdinger muss beide, wenn das stimmt. Ja, Captain. 3-0 gewonnen heute zum Rückrundenauftakt. Seltsames Spiel. Ja. 1-0. Führung war sehr schmeichelhaft zu diesem Zeitpunkt. Bis dahin hattet ihr körperlich am Spiel kaum teilgenommen. Und Lengfeld hat den Ball einfach nicht im Tor untergebracht. Und dann habt ihr euch doch dann zusammengerissen. War auffällig, als die von der zweiten kam, dass die körperlich wirklich hellwach waren und auch zur Sache gegangen sind. Und damit war da 3-0 ja dann doch okay am Ende. Absolut, also erste Halbzeit, wie du schon gesagt hast, da waren wir überhaupt nicht da. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir 3-0 hinten liegen oder 2-0 hinten liegen. Und zweite Halbzeit haben wir dann gesagt, wir müssen einiges ändern. Und dann nach und nach hat man es gemerkt, wir kommen besser rein, wir haben eine Abschlusschance und wir müssen uns wirklich bei Manu ja auch bedanken. Ja. Normal liegst du da hinten, so, dann steht es ewig 0-0 und dann haben wir die Chancen und plötzlich steht es 3-0 und Lengfeld fragt sich auch, hey, warum haben wir das Spiel verloren? Ja, absolut. Und bei uns merkt man einfach, wir haben eine ganz schlimme Vorbereitung gehabt, wir haben ständig Corona-Fälle gehabt, wir konnten ja kaum trainieren, wir haben es vorhin mal aufgezählt. Da sind 3-4 Spieler, die haben 50% der Einheiten, der Rest dümpelt irgendwo bei 2-3 Einheiten rum. Und das merkst du halt einfach, da bist du nicht fit, da fehlt die Spritzigkeit, da fehlt der letzte Schritt. Von da aus können wir uns jetzt wirklich richtig glücklich schätzen, dass wir überhaupt die 3 Punkte mitgenommen haben. Und jetzt fahren wir nächste Woche nach Gombühl und freuen uns auf ein richtig geiles Spiel. Und trainieren jetzt nochmal gescheit und holen uns da irgendwie die Power noch zurück. Okay. Ist ja noch eine lange Rückrunde. Ist ja, das geht noch. Ja. Ja, du warst an Corona erkrankt. Bist wieder da, aber man spürt, dass deine Leistung noch von der alten Form entfernt ist. Auf jeden Fall. Wie geht's dir selber damit? Ja, es nervt natürlich, ne? Aber wenn du dann mit Manu und mit Jochen und so sprichst, ich meine, ich lag lang flach mit Corona, was heißt lang? Also ich habe die ganz normale Zeit gehabt und dann brauchst du ja nochmal 2-3 Wochen, bis du wieder klarkommst mit dem Körper und dann bist du beim ersten Training, machst langsam. Urplötzlich habe ich Muskel gespürt nach dem Training, die habe ich vorher noch gar nicht gekannt. Da konnte ich dann da wieder nicht trainieren, konnte nur Läufe machen und sowas. Und das merkst du einfach. Und für den Kopf ist es natürlich schwierig, weil man immer Gas geben will. Ja. Und sowas ärgert mich natürlich. Normal bin ich einen Schritt schneller und dann schieße ich einfach ins leere Tor und sowas. Gut, am Ende hat es dann gereicht. Aber es ist nervig. Aber klar. Merkst du das auch im Alltag? Nee, da zum Glück nicht. Da ist es wieder ganz gut soweit.
Aber beim Sport natürlich, also es geht nicht von 0 auf 100. Guck dir die Profifußballer an, die haben teilweise auch noch Probleme. Ja. Also wieso soll das dann bei mir gleich wieder der Fall sein? Aber es kommt mit der Zeit. Und, ja, ihr habt viele Corona-Fälle. Ja. Philipp ist jetzt auch an Corona erkrankt. Genau, das Philipp, ist Kilian, Erhan, also das sind schon drei in einer Woche. Ja, und das sind Leistungsträger. Ne? Absolut, ja. Absolut. Alex Orff, der haben wir auch noch. Dann Philipp Clemens konnte sich gestern erst freitesten. Na, also dann hast du wirklich fünf Leute, die normalerweise Stammspieler sind und trotzdem hast du eine gute Truppe auf dem Platz bekommen. Aber du merkst es halt von der Kraft. Ja. Also woher sollen die Läufe kommen? Wer soll da noch einen Sprint anziehen, wenn nichts im Tank ist? Das holst du dir halt über die Spiele und über die Trainingseinheiten. Und von Haus kann man so echt glücklich schätzen, die drei Punkte geholt zu haben. Ja, absolut. Und drei schöne Tore. Ja, genau. Das gehört auch nochmal dazu. Ja. Die sind schön rausgespielt. Ne? Es waren keine Abstauber, es sind schön rausgespielt. Ja. Und von da aus hat es doch am Ende echt gut gepasst. Gut, Sonne scheint. Ja. Drei Punkte. Genau, richtig schöner Sonntag. Genau. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag in Krombühl. So ist es. Und hoffen, dass nicht noch mehr erkranken und dass du auch bald wieder zu alter Leistungsstärke bist. So ist es. Alle gesund bleiben und dann wird es schon. Bis Sonntag. Genau. Ciao, ciao. Ciao. Also, auf geht's, komm mal zusammen. Oh je. Was? Zu Null? Ich schrei auf unseren Sieg. Einmal zu Null. Und ihr sagt, zu Null. Okay. Auf unseren Sieg! Zu Null! Ein Treffer kennt ihr es! Eben! Hurra! 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 Gotta see the show! It's a dynamo! Gotta see the show! It's rock and roll! Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag in Krombühl. So ist es.